22. Juni 1941. Um 3.15 Uhr früh überfällt die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. Sowjetrussland solle in einem schnellen Feldzug niedergeworfen werden, so lautet der deutsche Angriffsplan. Auf breiter Front besetzt die Wehrmacht die Ukraine, Weißrussland und das Baltikum. In den Kesselschlachten der ersten Monate müssen die Verteidiger immense Verluste hinnehmen. Es wurde uns überall von unseren Vorgesetzten immer wieder gesagt, die Russen wären Untermenschen, sie wären ungebildet. Also mit den Russen wird wenig Federlesen gemacht werden. Und es wurde uns auch noch gesagt, ja, also bis Ende Dezember, Weihnachten sind wir zu Hause. Hitler und seine Generäle führen einen Vernichtungskrieg jenseits des Völkerrechts.